Hallihallo, ihr Lieben. Hier ist die Abby. Ja, ich stehe jetzt hier im Winterdorf und ich möchte heute mal das Championat reiten und zwar als Pet hier ausgeliehen aus dem Winterdorf. Ich gehe schon mal hier runter und dann suchen wir mal ein Pet aus oder ja, ein Tier hier, ein Ausleihtier mal aus. Die sind nämlich hier. Da haben wir hier da haben wir hier den Elch, den Jewelbug oder dieses Reh, Hirsch oder was auch immer. Ach nee, das ist glaube ich ein Hirsch und das ist ein weiblicher, also männlicher Hirsch und weiblicher Hirsch. Und hier haben wir den Bär. Und dann suchen wir uns mal eins aus. Und ich würde sagen, dann machen wir mal das Championat in Feargrove mit einem von diesen Tieren. So, okay, tada, ich bin jetzt hier mit dem Bär und das sieht ziemlich komisch aus, muss ich gestehen. Und jetzt schüttelt er sich auch noch so wunderschön. Ach Mensch, das sieht irgendwie witzig aus. Da muss ich doch glatt mal ein Foto machen. Da muss ich doch wirklich glatt mal ein Foto machen. Das ist einfach nur lustig. Ja. So, okay, also ich wollte sagen, jetzt mache ich noch mal ein Foto. Ach Mensch, was mache ich denn jetzt eigentlich hier beim Quatsch? Ja, ich habe ehrlich gesagt immer noch Winterlauf. Der ist erst Level 8. Ich hätte vielleicht noch ein anderes Pferd oder so nehmen sollen. Aber naja, probieren wir das mal mit dem Bären hier. Das wird wahrscheinlich total im Chaos enden. Und das ist komplett hier verbuggt. Das Bein, das steckt hier so komisch dann da drin. Nice. Leute, warum ist hier so ein kleiner Schulburg? Warum ist das so ein kleiner Jewelbug? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sieht das ziemlich bescheuert aus. Wie das aussieht. Wie Abigail da so steif drin da drauf sitzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sieht aus. Ja, jedenfalls sieht das halt jetzt so aus. Hä, aber wieso ist denn hier so ein kleiner Jewelbug hier bei ihr dabei? Irgendwie habe ich was verpasst, glaube ich. Ich schaue mal eben kurz nach anderer Kleidung wenigstens, dass wir hier ordentlich. Oh nein, das geht nicht. Ich kann nicht mal die Kleidung wechseln. Dann können wir nur so versuchen, so weit zu kommen, wie wir eben kommen können. Da hätte ich das vorher machen sollen. Weil ich kann nämlich hier auch nicht absteigen, wenn ich hier auf dem. Ach, der macht aber auch lustige Fratzen. Ja, wenn man auf dem. Ja, auf dem ausgeliehenen Tier sitzt, da kann man nämlich leider keine. Ja, da kann man eben nichts machen, da kann man auch nicht absteigen und so. Ach, schade. Naja, da müssen wir das eben jetzt. Da müssen wir das eben jetzt so machen. Und wieso ist hier ein Schulbock? Wo kriege ich denn diesen Schulbock her, Mensch? Wintergrüße. Wieso habe ich nur zwei Wintergrüße? Mir ist nicht bewusst, dass man hier so einen Schulbock. So einen kleinen Schulbock haben kann als Haustier. Ich möchte jedenfalls einen haben, wenn ich das herausfinde. So, okay, ich würde sagen, wir warten mal, bis die Gruppen erstellt und dann schauen wir mal, wie das Championat hier funktioniert mit dem Bär. Also, wir können ja schon mal an die Startlinie hier gehen. Oh, das sieht aus. Schrecklich. Das sieht so schrecklich aus. Oh, sehr süß. Oh, jetzt macht er hier so hoch. Das ist ja mega. Ja, wir sind jetzt hier Gruppe 2. Und ja, ich glaube nicht, dass das hier was werden wird. Machen wir nochmal schnell ein Foto, bevor es losgeht. So, okay, ich bin gespannt. Ich wünsche allen viel Glück, die hier mitmachen. Und ich mit meinem Bär. Wollen wir doch mal schauen. Oh, das ist sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Und schade, ich ärgere mich, dass ich jetzt kein anderes Pferd geholt habe und nicht das Outfit vorher schon geändert habe. Und es leckt. Mal sehen, ob das. Hä? Warum ist denn der Baum so weit im Boden? Normalerweise ist das ja. Das sieht einfach nur optisch anders aus, aber darunter steckt ja eigentlich noch unser Pferd. Also, es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie alles anders ist. Das Springen, das bleibt ja alles gleich. So, da wollen wir doch mal schauen hier, Mensch. Okay, jetzt sind wir schon mal Platz. Okay, ich bin Platz 5. Oh, das wäre es natürlich, wenn ich jetzt hier noch gewinnen würde damit.
aber ich glaube es nicht, weil mein Pferd einfach nicht ausgelevelt, beziehungsweise mein Bär nicht ausgelevelt ist. Ja, Platz 6. Okay, ich bin halt einfach nicht schneller. Hä, waren die Steine schon immer dort? Bin mir gerade nicht sicher, ob diese Steine schon immer dort waren. Also ich finde, es funktioniert ganz gut. Es ist nicht komisch. Ja, es ist schon etwas komisch, weil das halt einfach anders jetzt aussieht. Aber, ach Mensch, hau doch mal ab hier. Steht das mir hier so doof im Weg rum jetzt? So, okay. Ich würde sagen, wir reiten noch hier hoch. Aber das war mir klar, dass ich jetzt hier natürlich nicht gewinne. Schade. Aber, hops. So, sehr cool. Ui, ich bin... Oh mein Gott, ich bin Platz 3. Ich bin Platz 3 geworden mit dem Bär. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, ich freue mich. Toll. Hä, was ist denn mit den anderen passiert? Ich war doch dann, ja, Platz 6, dann 5 und so weiter. Keine Ahnung. Oh Gott, ich freue mich so. Okay, also wie gesagt, ich finde... Was macht denn der Bär jetzt hier? Also ich finde, es ist ein bisschen komisch, so mit dem Bär, weil das sich halt anders bewegt. Aber im Prinzip bleibt das ja immer noch dasselbe Pferd drunter so halt. So, dann haben wir hier einen Gewinner, die Eline Dreamtime. Das ist ja auch ein sehr schöner Name. Platz 1, herzlichen Glückwunsch an dich. Der zweite Platz geht an die Kelsey Silver Moon. Auch ein sehr schöner Name, muss ich sagen. Der Platz 2, herzlichen Glückwunsch. Und ich habe den dritten Platz gemacht und bekomme diese... schöne Schleife. So, okay, und die anderen, das scrolle ich mal ganz kurz so durch hier, dass wir alle mit drauf haben. So, okay, das war's auch schon und jetzt stehe ich ganz alleine da. So, okay, ich würde sagen, ich beende das Video an der Stelle. Also, es ist ziemlich cool gewesen und könnt ihr ja mal ausprobieren, die Pfoten, beziehungsweise die Tatzen hier sind auch ziemlich irgendwie süß. Ich weiß auch nicht, der Bär sieht ziemlich süß aus. Ja, also sehr schön auf jeden Fall. Auch so, ja, wir wollten uns eigentlich jetzt nicht den Bären angucken, aber schaut mal, sieht schon irgendwie ziemlich süß aus, oder? Ja, so, okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag ab morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald, ihr Lieben.